Moin Moin meine Teamfreunde und herzlich willkommen. Heute gibt es das lang ersehnte Video. Ist da noch jemand an der Tür? Hallo? Nee, das war's für du, Lenny. Ja, heute gibt es das Roomtour-Video, wo ihr euch jetzt wahrscheinlich schon drauf gefreut habt. Nicht wundern, es halt noch sehr, weil halt noch nicht viel in der Wohnung drin ist. Ja, kleine Fakten kurz zu dieser Wohnung. Wir haben eine Dreizimmerwohnung mit 100 Quadratmeter und eine sehr schöne Wohnung, wie ich finde. Ich hoffe, euch geht's gut. Erstmal ein Stößchen auf die Möschen. Wann kriege ich eigentlich für das Getränk endlich meine Produktplatzierung? Das saufe ich immer en masse. Bis jetzt noch nicht einen Cent dafür bekommen und noch nicht mal Freiprodukte. Läuft mir rückwärts. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal durch die Wohnung durch. Wann ich genau einziehe, offiziell weiß ich noch nicht. Ein, zwei Sachen sind schon hier, das werde ich euch dann gleich zeigen. Fangen wir erstmal hier den Flurbereich an. Die Wohnung war zum Teil möbliert. Ich konnte so ein bisschen entscheiden, was dann hier bleibt, was nicht. Das ist der Flurbereich, ja moin. Hier haben wir einen Dosenhalter. So. Ja, hier haben wir noch eine Garderobe in der Ecke, die schon drin war. Was ich sehr nice finde, gefällt mir auch sehr gut. Schuhe, ein paar Dinger. Ein Spiegel. Ihr werdet es mir nicht glauben, das ist der erste Spiegel, den ich selber habe. Ich habe in meiner Wohnung jetzt nicht einen einzigen Spiegel außer im Bad. Apropos Spiegel, kann ich direkt mal das neue Shirt hier, kennt ihr das schon? Aus dem Montana Black Shop, das Long Sleeve Shirt. Gefällt euch das? Gibt es auch in Grau, Freunde. Einfach mal auschecken. Link in der Beschreibung, montanablack.de. Neues Shirt, wie gesagt, einfach mal auschecken, wenn ihr Lust habt. Dann kommen wir mal hier zum Abstellraum. Ja, moin, das war komplett erledigt. Zum Abstellraum. Hier stand noch von der eigenen Tür mal vorher drin ein Trockner und Waschmaschine. Hier in der Ecke habe ich aber auch gesagt, brauche ich nicht. Digga, dafür habe ich Omi, weil Omi macht ja meine Wäsche. Kurz geht raus an Omi. Hier werde ich meinen Kleiderschrank reintun und mein Schuhregal. Ja, das ist eigentlich ein Staubsauger, hat sie mir noch hier gelassen. Ein ohne Kabel, Digga. Ja, moin. Wie hier funktioniert der? Aha. Aha. Oder? Aha. So. Ja, mal schauen, was der taugt. Digga, was ist das jetzt hier für ein Bug? Aha. Nein. So, jetzt, ja, Digga, erstes Mal, dass ich den in der Hand habe. Ja, das ist hier der Abstellraum bzw. mein Kleiderschrank dann. So, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal rüber ins Schlafzimmer. Das ist hier das Schlafzimmer, auch ganz entspannt. Auch hier, ich mach mal Licht an, Lenny. Auch hier haben wir noch ein paar Veränderungen vorgenommen. Ihr müsst euch vorstellen, vorher war von der Ecke bis in die Ecke ein riesen Kleiderschrank. Ja, und ich brauche keinen Kleiderschrank im Schlafzimmer, das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Und deswegen haben wir den jetzt abbauen lassen, der liegt jetzt unten im Keller. Ja, und ich werde ganz simpel, so wie in der jetzigen Wohnung, die ich ja noch habe, werde ich mein Bett einfach hier hinhauen. Da fährt es ja. Nochmal ein Spiegel. Moin, Leute, wie geht's? Alles klar, ja, moin. Wir schauen rein. Ja, in der ganzen Wohnung haben wir Rollläden, Fußbodenheizung. Ja, und auch ein schönes Schlafzimmer, schöne Größe. Ist halt ein Schlafzimmer, ne, Freunde? Gehen wir mal weiter. Ich finde die Fliesen übrigens hier auch machen einen guten Eindruck. Ja, wollen wir mal. Gehen wir mal ins Hauptbadezimmer. Das hier das Hauptbadezimmer, Freunde. Digga. Holy Macaroni. Schöne Badewanne. Werde ich zwar nicht ein einziges Mal in meinem Leben drin baden. Die werde ich dafür nutzen, meine Fische, mein Aquarium für sauber zu machen. Aber ich bin kein Badetyp. Ja, schönes, wirklich schönes Badezimmer. Natürlich auch wieder Fußbodenheizung. Die Dusche gefällt mir sehr gut, Freunde. Oh, upsala. So, also, erstmal haben wir hier einen geilen Duschkopf. So ein, wie nennt man das nochmal? Wasserfall-Duschkopf. Gefällt mir sehr gut. Dann mit dieser kleinen Nische. Das gefällt mir auch sehr gut auf jeden Fall. Ja, ich war hier noch nicht duschen. Anna war hier schon mal duschen. Ja, moin. Was soll ich, was du damit bezwecken wolltest? Was hast du gemacht? Weiß ich nicht. Kannst noch keine Dusche bedienen? Mann, du kannst sie selber anmachen jetzt. Ist doch scheiße. Ich hab zu weit gedreht, man geht anscheinend das andere an. Super. Gut, dazu weit. Nächstes Mal den Schrank, der auch in die Wand eingelassen ist. Finde ich auch sehr nice. Also gefällt mir sehr gut. Das Licht auch. Zack. Also sehr viele Spiegel fällt mir auf, Digga.
Aber gut, ist halt so. Dann haben wir hier eine nice Toilette, ja, so eine Toilette halt. Und ansonsten, ja, das war es eigentlich schon hier von dem Badezimmer. Auch sehr schön eingerichtet, wie ich finde. Schöne Fliesen, geile Dusche. Ja, Fenster ist mir auch immer wichtig. Ne? Ich mag ehrlich gesagt überhaupt gar keine Badezimmer, wo kein Fenster drin ist. Ja, und die Badewanne ist natürlich. Warte mal, leg mich mal rein, Digga. Bruder! Oh. Große Hilfe! Oh. Ja, Alter, Digga. Eieiei. Die hat ja schon eine gute Größe, ne? Also, die ist schon geil, aber ich bin halt kein Typ, der gerne baden geht. Ich glaube, das letzte Mal, als ich baden war, das war vor 10 Jahren, das war mit meiner Ex-Freundin. Und dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, was man in der Badewanne gemacht hat. Ich mag Badewanne irgendwie. Bin ich tatsächlich der Typ wie. Ui! Ja, man wird nicht jünger, Freunde. 23, so langsam tun die Knochen weh. Komm mal. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal hier nochmal ins Gästebadezimmer. Was auch sehr schön ist, wie ich finde. Wo war ich an? Zack. Das Gästebadezimmer ist klein, aber fein. Bodenfliesen sind auch gleich Wandfliesen, was ich sehr geil finde. Gefällt mir sehr gut. Der Spiegel mit Touch. Zack. Also natürlich das Licht meine ich. Und ansonsten ein sehr schönes Gästebadezimmer. Ja, sieht einfach bappe aus, auch wenn es so ein Gästebadezimmer ist. Ich glaube, ich würde eher wahrscheinlich hier mehr auf Toilette gehen, weil irgendwie gefällt mir das besser als das Hauptbadezimmer so vom Optischen. Aber gut, scheiß drauf. Dann gehen wir mal hier rüber direkt. Gehen wir mal rüber. Das ist das Arbeitszimmer, Freunde. Das wäre hier mein Arbeitszimmer, sprich mein Zockerzimmer, ist klar. Ja, ist es größer als das alte Arbeitszimmer? Und hier kurz nochmal an der Stelle. Hier, guck mal hier, zack. Schau mal. Telekom-Logo. Kurz an die Telekom. Für den heftigen Support, den sie mir geben. Felix, falls du das siehst, ich küsse deinen frisch rasierten Nacken. Der hat mir sehr viel geholfen in der Zeit, wo mein Internet bei der anderen Wohnung scheiße war. Und ich bin jetzt hier stolzer Telekom-Kunde. Ja, der Router steht schon, Internet ist da. Bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich den Schreibtisch hinhaue. Ja, ich bin, also ihr müsst euch vorstellen, ungefähr ab dieses Stückchen, also das hier, habe ich mehr. Mein altes Zockerzimmer war kleiner. Muss mal gucken, wie ich das hier jetzt alles einrichte. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Da bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich vielleicht auch ein Sofa hinhaue. Ich weiß noch nicht. Weiß gar nicht. Komm, geh mir raus, scheiß drauf. Das ist auf jeden Fall das Arbeitszimmer, Digga. So. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Highlight oder zu dem Highlight. Komm mit, Digga. Das ist hier das Wohnzimmer mit Küche. Wie ihr sehen könnt, zum Teil, wie gesagt, möbliert. Wir haben einmal schon mal einen Esstisch stehen, eine Couch haben wir schon stehen. Ja, und Freunde, hammermäßig. So, mein Fernseher habe ich schon rübergebracht, den großen. Da bin ich jetzt am Installieren und bla bla bla. Alles ein bisschen nervig. Ich habe mir von Bose, das ist jetzt keine Produktplatzierung, ich habe mir auch von Bose neue Lautsprecher gekauft bei Mediamarkt. Hier in Buxtehude, die waren auch sehr korrekt. Hab mir auch noch ein paar andere Sachen gekauft, die hole ich die Tage nochmal ab. Ja, und Freunde, ist einfach geil. Schön groß, schön offen. Fernseher mit Wandhalterung ist ein Traum. Die Küche, Freunde, die Küche ist einfach, ja, hammermäßig, Digga, guck mal. Alles schon eingerichtet. Ja, moin, falsch aufgemacht, okay. Guck mal, mit Beleuchtung oben auf nass. Gefällt mir sehr gut. Alles auf Softclose, das kenne ich ja schon aus meiner alten Wohnung. Aber selbst der Kühlschrank hat Softclose im Übrigen. Apropos Produktplatzierung, ne? Habe ich da jetzt nicht eingestellt, weil ich muss, sondern weil ich möchte. Und guck mal, der Kühlschrank geht von alleine zu. Bro, mach jetzt nicht diesen. Guck mal. Ja, moin. Zack. Ja, dann haben wir hier die Kochplatte. Ceranfeld. Und schaut mal hier, die Dunstabzugshaube. Ja, moin. Sowas habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Kommt da einfach rausgefahren, Digga. Ja, moin. Bessere Technik, als ich im AMG habe, habe ich das Gefühl. Nee, Spaß. Also ist schon eine heftige Wohnung, muss ich wirklich sagen. Und ich bin auch sehr froh, dass ich diese Wohnung bekommen habe. Ich habe mir vorher schon ein paar Wohnungen angeguckt, habe aber auch ein, zwei Absagen bekommen, was ja ganz normal ist. So, dann machen wir das Ding mal hier wieder runter. Bro. So, runterfahren. Ja, ansonsten, wie gesagt, zur Küche, es ist alles das Neueste vom Neuesten.
Es ist einfach ein Traum, die Küche, auch wenn ich nicht so der Kochtyp bin, aber das ein oder andere Mal wird hier der legendäre Nudelauflauf ja entstehen. Auch dieser kleine Essbereich hier noch, dieser kleine Tresen, finde ich sehr nice. Ja, sich hier einfach hinzuhocken, zack, den legendären Nudelauflauf zu mampfen und hinter mir den Fernseher zu haben, den ich ja rausschwenken kann, weil er ja mit einer Wandhalterung, mit einer flexiblen Wandhalterung an der Wand festgemacht ist. Ja, und ansonsten, Freunde, hier hole ich noch vielleicht mein Dings hin, mein Aquarium. Ich habe mir ein neues bestellt, ein 400 Liter Aquarium. Das werde ich wahrscheinlich hier hinhauen für meine Fischis. Die vergrößern sich in dem Fall dann auch wohntechnisch. Und ja, ansonsten, Freunde, ist einfach eine geile Wohnung. Ich bin mal auf eure Kommentare gespannt. Wir haben hier noch eine kleine Terrasse, die brauche ich euch jetzt aber nicht zeigen. Einfach nur eine kleine Terrasse, scheiß drauf. Und ja, ich fühle mich hier einfach wohl. Bin mal gespannt, wann ich genau umziehe, kann ich euch aber noch nicht sagen. Ich habe heute gerade mit dem Umzugsunternehmen telefoniert. Die wollten sich noch heute zurückmelden. Die haben heute mal kennst, bis jetzt haben sie sich nicht zurückgemeldet. Ich bin einfach gespannt, wie euch die Wohnung gefällt. Ich finde sie persönlich, ist natürlich Geschmackssache, finde sie persönlich 20 mal geiler als meine alte Wohnung. In der alten Wohnung hatte ich zwar meine Dachterrasse, die sehr nice war, aber sind wir mal ganz ehrlich, wann nutzt man schon mal eine Dachterrasse? So oft hat man einfach kein gutes Wetter. Und ich feiere die Wohnung extrem, bin froh, dass ich sie bekommen habe, bin auf eure Kommentare gespannt. Und ja, in dem Sinne würde ich einfach sagen, lasst euch gut gehen, wiederschauen und rein.